Kann ich hier noch irgendwas ändern? Nö, ist beides installiert. Ah, aber ich kann mal ein bisschen was durchlesen. Oh ja. Tooltips lesen. Also, Rise of the Giant. Zwei neue Level, zwei neue Bosse und jede Menge Inhalte zum Erkunden und Freischalten. Vorausgesetzt, ihr seid gut. Richtig gut. Also, es lief gestern Abend noch ziemlich gut, ziemlich lange. So einen langen Run hatte ich mit Abstand nicht bisher. Aber das lag halt primär an der einen Waffe und danach auch an der anderen. Ja, es wird nicht jedes Mal so laufen. Wobei jetzt mit dem Schmied kann man es ja so ein kleines bisschen beeinflussen, dass die dropbaren Gegenstände eine bessere Qualität haben. Aber da brauchte man echt viele Zellen für. So, das anspruchsvollste Update des Spiels, seit wir euch vor diese Herausforderung gestellt haben. Tötet, sterbt, lernt, stirbt noch einmal. Ich glaube, dass eins der Gebiete hatten wir schon gestern. Und das war auch definitiv schwieriger. Das konnte man richtig merken. Und man konnte auch ein bisschen sehen, dass die Kreaturen anderen Designer hatten und so weiter. Ist halt noch ein bisschen Anime-mäßiger und ja. So, und The Bad Seed. Erkunde das sattgrüne Arboretum, also Gewächshaus. Warte durch den giftigen Morast und nimm es mit einem neuen Boss auf. Dieser DLC erweitert das Universum von Dead Cells und bietet Spielern, die die Entwicklung des Spiels unterstützen möchten, mehr Abwechslung im ersten Drittel des Spiels? Ha. Aber das ist denn... Das mit dem riesigen Käfer. Ja, genau. Also der Käfer war dann hier, Rise of Giant? Oder war Käfer hier? Käfer hört sich eh nach dem hier an. Also das war kein richtiger Boss, aber es war halt schon eine gute Überraschung, als das Ding da vor mir stand plötzlich. Ja. Okay. Und zwei neue Bosse, da müssen wir dann schauen. Ich habe das Vanilla-Spiel nicht weit genug gespielt, um zu wissen, welches davon jetzt neu ist und welches nicht. Aber ja, wir haben einen Run, der beendet werden möchte. Der Run von gestern mit den Superwaffen. Genau, kurz ein bisschen reinkommen. Keine Heilung notwendig. Da haben wir eine Brandbombe. Da haben wir diese Kettensägen, die Blutung verursachen und mehr Schaden an brennenden Zielen. Wir haben ein Bild total ausgerichtet auf Rot und auch rein rote Waffen. Und fast auch rein rote Ausrüstung. Und wir haben jetzt keine Wahl, wo es weitergeht. Eventuell schaffst du den Run ja heute. Wie schaffen? Man kann das Spiel auch durchspielen? Ja, nee, das denke ich nicht. Ich denke, um das Spiel durchzuspielen, muss man entweder sehr, sehr, sehr gut sein oder sehr lange gegrindet haben. Oh ja. Gucken wir einfach mal. Gipfelburg. Die Schuhe vor der Tür lassen. Du hast zum ersten Mal die Burg erreicht und da ist schon wieder er hier. Dramatischer Musik. Hi. Ah, ihr seid immer noch One-Hit, alles gut. Oh. Hey, du darfst nicht etagenweise deine Waffe da und so dingsen. Das ist unfair, ist das. Sagt er mit dem One-Shot-Bogen. Okay, Two-Shot-Bogen bei manchen. Ja, einfach mal rein gucken. Wenn ihr irgendwo Runen oder ähnliches seht, sagt Bescheid. Nein. Okay. So nah dran sollte doch wirklich wieder auf das Ding hier wechseln. Weil die Sachen können wehtun. Hallo Zwischenboss oder so. Tod Zwischenboss. Burgschlüssel. Ist das nicht hier im Hintergrund? Eine Pflanze, die einen Typen auffrisst? Nein, der Typ wird zur Pflanze. Ah, da ist so ein Glaskolben drumherum. Das ist eines der Experimente, die man im Glockenturm schon sehen konnte, ganz oben im Labor.
Rob, mal sinnlos 1000 Kanalpunkte investiert, geändertes Gerugon-Emoji. Oh, die kann man ändern? Okay. Ja, ich muss allgemein noch mehr Emotes einfügen und allgemein mehr Content für Zuschauer, was die Streams angeht. Baburi fragt, warst du durch diesen Bereich schon mal durch? Nee, ich war durch diesen Bereich nicht durch. Ich war bei dem Boss vorher nicht und bei den zwei Gebieten vor dem Boss war ich, glaube ich, auch noch nicht. Es ist alles blind. Deswegen wundert es mich gerade sehr stark, dass ich so weit komme. Aber es ist halt eine Kombination aus den echt guten Waffen, die ich gefunden habe, die jetzt aber nach und nach schlechter werden, weil man dann zwischendurch besser finden kann. Und der Mutation. Die Mutation ganz links müsste das sein, also unten links auf dem Bildschirm und dann ganz links bei den Icons. Was dafür sorgt, dass ich nichts essen kann, aber dafür multiplikativ nochmal 50% mehr HP habe. Wow, was zum... Krasse neue Fähigkeiten. Also ja, nichts zu essen, aber dafür halt immer 50% mehr. Nach allen anderen Rechnungen nochmal 50% oben drauf. Was halt echt viel ist. Das kombiniert mit Vampirismus. Er kombiniert damit, dass sorgt dafür, dass ich es jetzt noch schneller wieder hochregenerieren kann. Weil Vampirismus ist prozentual von den HP. Das heißt, je größer der Pool ist, desto mehr kriegt man pro Kill. Was eine sehr gute Kombo ist. Und da komme ich nicht durch. Scheint mir sehr viel... was bist du? Au, 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 au. Tust du dir gerade selber weh? Was machst du da? Okay, er wirft eine Bombe. Die Bombe zerfällt in kleinere Bomben. Aber die schien auch irgendwie einen Vakuum-Effekt zu haben. Also ich wurde irgendwie angezogen von der Bombe. Nicht in die Stacheln. Mehr HP. So lala mehr HP, aber dafür mehr. Ja. Mehr Vampirismus. Weil ich merke schon, wie ich hier auch mal richtig Schaden nehme. Nö. Nope. Sehr gut. Sag ich nö und sein Kumpel macht das gleiche einfach nochmal. Und trifft dann. Oh, wei, wei, wei. Und hier gibt es tierisch viele Türen. Also ich denke, ich habe schon ganz viele Gebiete übersprungen, die ich dann alle nach und nach... Oh, noch ein Burgschlüssel, okay. Ganz viele Gebiete übersprungen, die ich jetzt alle nach und nach machen sollte. Weil jetzt sind wir ja ganz frisch dabei. Da spricht nichts dagegen, bestimmt mehr Zeit zu investieren, um an extra Schriftrollen, Händler und dergleichen zu kommen. So, die Tür war ich noch nicht drin, richtig? Nee, ich glaube nicht. Das Blau sieht komisch aus, ja. Das sieht interessant aus mit dem mittleren Schacht hier nach oben. Okay, ist eine Abkürzung nach unten. Hier ist nichts. Also der erste Treffer saß bei dem. Aber der zweite und wäre dann letzter Treffer gewesen, der hat irgendwie weniger Schaden angemacht beim Gegner. Also er scheint irgendwie ein Schild zu haben. Da muss ich ein bisschen drauf achten. Oh, hi. Komischer Nicht-Boss-Boss. Das ist so geil. Okay. Ja, so ein bisschen wie, wenn man in Dark Souls ein Stärkebild hat und dann endlich den Drachenbogen findet, der mit, mit Stärke skaliert. Weil ich denke mal, es wird nicht so viele rote Bögen geben. So, das kann ich nicht essen, das muss ich gleich verkaufen. Oh, das war ein bisschen zu knapp. Ich werde auch geheilt, wenn ich mit dem Bogen schieße, ne? Das ist nicht für Nahkampfangriffe nur. Ja, okay. Nur sicher gehen.
Geh weg. So, nach links müsste ich noch weiter gleich. Nächste Tür. Nächstes Untergebiet mit noch mehr. Wie sieht das mit den Teleportern hier? Oh Gott. Nee, warte. Das sind jetzt nur die Teleporter von diesem Untergebiet. Da gibt es aber noch ein ganzes anderes Gebiet, wo wir eben gerade hergekommen sind, was aber nicht von den Teleportern hier erreichbar ist. Entweder das oder es ist noch komischer aufgezeichnet, als ich dachte. So, was bist du? Tonikum 8. Heilt 11% GP und macht dich unverwundbar für 3 Sekunden. Eine Brandgranate 8. Welche habe ich jetzt? 5 plus 225 bis 470. 220 bis 470. Oh. Okay, das heißt, ein Gegenstand 5 plus ist ungefähr so stark wie 8. Mal schauen. Fleischschneider ist nur 4. Macht aber auch Blutung und mehr Schaden gegen brennende Ziele. Nö, ich glaube, ich spare mein Geld lieber. Auch wenn ich jetzt schon 30.000 habe. Aber muss man ja nicht unbedingt wegschmeißen, das gute Gold. Das war auch neu von ihm. Und ja, der hat ein Schild gemacht. Also kein richtigen Metallschild, sondern so ein Energieschild. Und, so, durch die Tür ging es weiter. Aber ich gucke lieber hier erstmal regulär durch. Ich vergesse jedes Mal auch, dass wir noch eine Kombo haben, wenn momentan zu viele Kombos. Also das Schwert macht ja diese Pampe auf dem Boden und wenn ich dann eine Brandgranate mit L drauf werfe, dann brennt das wohl irgendwie stärker. Das sieht man dann mit den lila Flammen statt roten Flammen. Naja, so, du machst... Ich glaube, ich gehe auf Taktik, weil Vampirismus ist zwar ganz nice, aber es hilft beim nächsten Boss nicht. Ja, eine Taktik. Okay, warte, hier ist jetzt die Verbindung. Das heißt, ich kann jetzt, wo alles aufgedeckt ist, hoch zu der andersfarbigen Tür. Zu der da, zur roten. Du warst und in grün und blau, meint DartyCP gerade. Okay. Also allgemein heute für den Stream, wie man oben auch in der Beschreibung sehen kann, ist mein Plan jetzt erstmal Dead Cells zu spielen und danach They Are Billions weiter. Ich hätte mir auch kurz überlegt, noch was Neues anzufangen, aber ich weiß halt nicht, wie lange der Run geht. Und so viel Zeit habe ich heute auch nicht. Gestern ja eigentlich auch schon nicht, aber dann hat sich das doch ein bisschen anders entwickelt. Das heißt, ich würde ungern ein neues Spiel antesten oder dergleichen. Deswegen spielen wir einfach wahrscheinlich dann eine Welle bei They Are Billions weiter. Und dann war es doch erstmal für heute mit Streams. Und falls ihr Ideen habt allgemein zu den größeren Stream-Projekten, die man so machen kann, da ist bisher 7 Days to Die drauf und... RimWorld mit dem Stream Toolkit oder wie auch immer das heißt, Twitch Toolkit. Das sind so die großen Projekte, die ich dann demnächst angehen werde. Oh, Doppelboss. Aber auch gerne Vorschläge für kleine Projekte oder Spiele, die man halt so einfach mal zwischendurch angehen kann. Ich glaube, wir haben jetzt schon zu viele Schlüssel, oder? Da brauchst du nur zwei, um bei dem großen Tor durchzukommen. Aber neben dem großen Tor war noch eine Tür. Das heißt, wir können jetzt vielleicht irgendwas Optionales freischalten. Das klingt doch gut.
Moin, Rimworld bekommt demnächst Patch 1.1. Oh, das klingt doch super. Ist das der Meerschweinchen-Patch? Ich habe gestern nur halb im Chat reingeguckt. Aber ich habe da irgendwas gelesen vom Meerschweinchen. Weg. Oh, vorsichtig. Ja. So grün waren wir drin, richtig? Ja. Das hier ist neu. Ja. Definitiv neu und es hat sich jetzt schon gelohnt wegen der Schriftrolle. Ich nehme mehr Schaden. Wer hätte es gedacht? Oh, das zieht komplett durch. Okay. Ich hätte. Au. Ich hätte nicht erwartet, dass er wirklich komplett bis zur Wand durchläuft. Was haben wir hier? Oh, Fackel. Das ist der Molotow-Cocktail, ne? Eskaliert aber nur zur Hälfte auf Blut. Verbrennt Gegner am Boden. 409 pro Physik für 3 Sekunden. Das ist ja 1200 Schaden. DarkDCP schlägt gerade vor, du könntest auch XCOM im Stream machen. Stimmt. Ich müsste heute eigentlich auch noch XCOM aufnehmen. Da kam gestern auch schon nichts hoch, ne? Ja, kann man sich überlegen. Dann müsste ich nur den Titel noch anpassen. Oh ne, es ist gar nicht Hälfte lila, sondern es ist 3/4 rot, 1/4 lila. Genau wie die Kettensäge auch. Ja, das gönne ich. Oh. Ne. Ne. Ich dachte, das wäre ein Toolkit-Ding, nicht eine reguläre Waffe. Nee. Es ist genau richtig so. Der Bogen hat eine super Distanz und macht schön viel Umf. Und das Schwert ist halt für den Nahkampf ideal und macht noch diese Ölflächen. Und Uso meint gerade, ja, Meerschweinchen. Fragt sich nur, wie lange die Mods zum Updaten brauchen. Ja, das ist halt so ein Nachteil bei sowas, ne? Deswegen sollten sie das Base-Spiel eigentlich nur updaten, wenn es wirklich radikale Neuerungen gibt. Oder sehr schwerwiegende Bugs behoben werden. Aber sonst wegen Kleinkram ist es halt doof, weil es so viele Mods inzwischen gibt, die auch richtig toll sind, die jedes Mal eine Anpassung für machen müssen. Nur wegen Meerschweinchen ist halt. Nee. Das erinnert mich ein bisschen an bei Minecraft, als sie auch so einen Patch groß angekündigt hatten. Und dann waren es auch nur ein, zwei Kleinigkeiten, genau die Wölfe und noch irgendeine Kleinigkeit. Und in derselben Zeit, wie das gesamte Entwicklungsteam von Mojang daran gearbeitet hat an diesem Patch, hat ein anderer Typ an einem Mod gebastelt. Und der hieß dann Better Than Wolves. Und das hatte, keine Ahnung, Stunden, Tonnen mehr Content als der Patch. Einfach nur, um mal zu zeigen, dass man als ein alleiniger Mann das dann auch gut hinbekommen kann. Und wie lächerlich halt solche Mini-Patches sind. Aber ja, genug darüber. Gut. Kannst du da durchschießen? Nein. Aber der kann durchpieksen. Holla Cheater. Quietsch. Und kommt das so vor oder sind die Gebiete hier, die neuen, wesentlich größer als die anderen? Also größer und verschachtelter. Ja, hier habe ich wieder nicht die Rune. Da kommen wir wie hin? Hier drüben. Ne, kommen wir auch nicht. Brauchen wir auch die Rune für. Also der Bereich da unten ist dann für uns nicht begehbar. Oh, ja. Hey, saug die Pfeile an. Okay. Und ja, Vampir-Upgrade ist echt super in der Kombo. Aber guckt euch mal meinen HP-Balken an. Ich habe noch keinen einzigen Trank trinken müssen und die werden gleich alle regeneriert, alle Tränke. Das ist Hammer. Jo.
Also unten kommen wir nicht weiter, weil wir kein Runen-Aufspreng-Ding am Boden haben. Oben kommen wir nicht weiter, weil wir diesen Triple Jump nicht haben oder was auch immer das ist. Hier ist auch nochmal ein Runenblock. Ich glaube, wir sind jetzt... Ja, jetzt sind wir durch. Okay, das heißt, wir können jetzt zum Thronsaal. Da lang. So, das ist jetzt die zweite Tür, aber wir haben noch einen, also können wir das hier noch freischalten. Was hoffentlich irgendwas Tolles drin haben wird. So, Idiogis meint, Rimworld 1.1 scheint sehr viel zu haben und zu ändern. Vor allem das Mod-Manager soll verbessert werden. Okay, dann habe ich nichts gesagt, sondern einfach nochmal so meine Meinung allgemein zu solchen Dingen kundgetan. Ich hätte gerne mehr Schaden. Da braucht man Dash, oder? Also im Gegensatz zu den Runen sonst, die ich nicht aufbrechen kann, wackelt die so komisch, wenn ich drüber laufe. Also ich glaube, das hier könnte ich brechen. Nein, kann ich nicht. Was ich machen könnte, ist... Wie weit komme ich mit meinem Sprung? Nicht so weit. So nach oben. Also ich komme nicht an. Die Frage ist nur, sind die Stacheln tödlich, ja oder nein? Wenn sie instant tödlich sind, dann ist es halt richtig schmarnig, weil dann mein cooler Run vorbei wäre. Wenn sie nicht instant tödlich sind, könnte ich einfach ein, zwei Schläge in Kauf... Nicht instant, sagt DataCP. Oh, die Gier. Gier des Men... Ne, da. Okay, alles nur für so einen Bumerang. Nee, ich bin mit meinem Bogen zufrieden, komm. Thronsaal, gib ihm. Nicht Instagram machen schon gut Schaden. Ja, nächste Frage wäre dann, ist es prozentualer Schaden oder fixer Schaden? Weil prozentualer Schaden wäre halt garstig, fixer Schaden wäre gar kein Problem, weil wir halt so viel AP haben. Wen haben wir denn da? Achso, der Schmied ist nicht da, sondern erledigen. Okay, dann kann ich die Zellen verballern. Ja, das klingt doch gut. Bessere Umwandlung von Gegenstand auf dem Boden zu verkaufen. Die waren eigentlich schon alle ganz gut. Mutationen gibt es keine neuen. Und wir können jetzt 0,5% HP auffüllen. Jo. Und zum Thronsaal. Das heißt, wir kämpfen jetzt gegen König. Ah, danke, Salty. Das Kniebeugen niemals. Also nur mit Safe Word. Da lang. Tauchst du wieder auf? Nein. Oh doch, tust du. Okay, es dauert noch eine Weile. Das wird wichtig sein für die... Und ja, ich sehe schon das Pixel-Ding da am rechten Teil des Bildschirms hin und her wackeln. Das war's. Aber ich denke, das wird wichtig sein hier, um irgendeine Attacke von ihm auszuweichen. Das schauen wir gleich mal. Wow, oder er schubst mich einfach in die Stacheln rein. Hä? Oh ne, meine Lieblingsfeinde, Gegner, wie auch immer. Das. Yep, nicht in die Stacheln, nicht in die Stacheln. Alters. Und. Geh weg. Es geht's. Hätte ich nicht so einen riesen HP-Pool, wäre es eher ein Problem. Ich trinke einfach mal einen Schluck trotzdem.
die Phase jetzt, wo er die Viecher spawnt und selber nichts macht. Die kann man wahrscheinlich dann auch ganz gut nutzen zum Hochheilen. Ja, bunt, Kugeln, Dinge. Ist tot. Und ich bin in den Stacheln gefangen, während der Katze sterbt jetzt. Nein, okay. Hü. Was bist du? Freigestaltet Stammzelle. Modifiziert den Schwierigkeitsgrad und schaltet neue Optionen frei. Yay, wir können das Spiel schwieriger machen. Ah. Oh Gott. Okay, was haben wir hier? 20.000 Schaden. Was kann Schilde brechen? Gegner wird plus 300% Schaden zugefügt. Kann nicht verkauft werden. Landet 6 Sekunden lang kritische Treffer, wenn du diese Waffe in schneller Folge 2 Gegner tötest. Das war doch viel zu einfach. Ja. Okay. Ja, ist die Bosswaffe. Aber die ist lahm. Aber trotzdem. Wie viel machst du? 5.000, 6.900, also 7.000. Nee. Es geht. Das hat 1,5 Sekunden oder so. Ja, 1 Sekunde vielleicht. Bevor es angreift. Da ist das hier ein Ticken schneller. Schade, ist geil. Nee, ich lasse das Ding da, aber ich werde es nicht verkaufen, weil die 650 Gold brauche ich nicht. Und vielleicht komme ich hier wieder zurück. Kann ich wieder hier zurück? Wahrscheinlich auch nicht. Hm? Ja, okay, weg damit. König bewegt sich nicht. Hm? Siehst auch nicht mehr ganz so fit aus, muss ich gestehen. Wie bei den Statuen. Oh. Hinterzimmer. Dieser Raum muss nach dem Bau der Burg hinzugefügt worden sein. Ich habe solche Regale schon mal gesehen. In der Burg des Königs. Secret. Hab ich erwähnt, dass die Waffe langsam ist. Kann Schilde brechen, das ist super. Ja, okay, rein. Oh, dann komm schon mal die Tür auf. 5 Bosszellen erforderlich. Wie jetzt? Bin ich echt durch? Und ich komme erst weiter, wenn ich 5 Bosszellen habe? Wie kriege ich Bosszellen? Ah. Hi. Töten? Sogar mit der richtigen Waffe. Warum sieht der aus wie wir, nur mit Umhang? Okay. Ja, also haben wir den Run jetzt doch durch. Und wir müssen das jetzt irgendwie 5-mal machen, um 5 von diesen Boss-Zellen zu bekommen. Und dann können wir da weitermachen. Und es gibt ja auch tierisch viele andere Türen, die wir vorher nicht öffnen konnten. Vielleicht können wir davon jetzt eine öffnen. Ha. Meine schöne Waffe. Ah, deswegen ist sie so gut, ja? Ich überspringe mal. B ist... So. Na, wo ist meine kleine Blubberzelle?
Oh, geil, wir können die spielen. Sapsch. Oh, ich kann in den Wänden hochlaufen. Wie geil. Ah, damit können wir vielleicht später an den Tunneln hochlaufen, wo ich mir dachte, aber auch ein Dreifachsprung oder so ein Super Metroid laufen, hinknien und nach oben hochfliegen Sprung. Nö, man ist einfach ein Metroid-Ball und krabbelt die Wände hoch. Können wir jetzt da rein? Können wir Bomben legen? Nein. Kann nichts machen, nein. Zum Körper des... Oh, was war das? Durchgangsdauer 1 Stunde 3 Minuten. Und jetzt kommen wir wieder runter. Wie geil. Ja. Flop. Und wo zum Teufel steckt denn der alten Knochenkasper? Ja, Waffen sind weg. Oh, Körper verlassen, rechte Maus. Alter Junge! Warn einen doch mal! Gott! Okay, das nehme ich mit. Dieser Beutel enthält die Zellen, die nach deinem Kampf mit der Hand des Königs übrig geblieben sind. Sie gehen verloren, wenn du sie nicht einsammelst. Okay, 40 Zellen. Mann, 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 Mann. Was bist du jetzt? Keine Boss-Stammzellen, normal. Eine Boss-Stammzelle aktiviert. Schwierig. Lässt sich die nächste Boss-Stammzelle erwerben. Okay, also muss 5-mal den Schwierigkeitsgrad erhöhen. Um die Tür da hinten zu öffnen? Krass. Okay, reduziert die Anzahl der Heilbrunnen. Hä? Der Heiltränke? Verbesserung der legendären Schmiede. 100% Max-Rang für Plus. 100% Max-Rang für Plus Plus. Ja, go go, hä? Ah, was Neues. Aber da geht's gleich los. Nee, 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 nee. Erstmal gucken, ob die Tür unten vielleicht aufgeht. Die Aufladebrunnen im Zwischenraum, Giro. Davon gibt's dann weniger, also nur alle 2 Level ein, oder haben die weniger Ladung, die sie aufladen? Und nee, ich will jetzt keinen Dings machen. Und ja, damit hätte sich, glaube ich, die Wahl des Programms aufgelöst, weil ich will jetzt wissen, wie das auf schwierig läuft. Alle 2 Level, glaube ich, meint der TCP. Okay, gucken wir mal. Wir bleiben bei demselben Bild wie... Hä? Er muss es wohl ziemlich eilig gehabt haben. Blub, 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 blub. Ist das jetzt der Riese? Das Riesen-Addon? Das Monster, das die Tür eingeschlagen hat, ist in die Lavagrube gestiegen. Das muss ich mir jetzt aber auch nicht antun, oder? Tür ist verschlossen. So eklig. Aber gibt neue Möglichkeiten der Fortbewegung. Ich glaube, etwas vergessen. Was bist du? Kavernenschlüssel. Kaverne ist eher unten. Also dann vielleicht jetzt hier drüben unten. Nö. Okay, müssen wir ihn jetzt jedes Mal holen, den Schlüssel? Also nicht. Mal so.
Also einfach jetzt jede Tür, die wir finden, nochmal neu checken. Oh Gott, ist das komisch, dass man mehrere Hits braucht. Viel mehr Hits. Also ja, auch weil wir jetzt hier Level 1 und alles, aber allgemein halten die gut was aus. So, noch können wir die essen, aber warum habe ich HP verloren? Achso, von dem Eimer in die Lava spielen wahrscheinlich. Geru, deine HP. Ja, 46. Keine Munition mehr. Oh ja, stimmt. Der andere Bogen hatte da ein bisschen vor. Ja, oh Gott, was? Alter Schwede, was macht ihr für Schaden? Okay, muss ich auch viel mehr aufpassen. Du hast da was im Po stecken. Hey. Neues Boss-Ding. Wieder so ein Easter Egg? Habe ich vorhin noch nichts gesehen. Hülalülalü. Also schwierig ist schwierig. Weil vorher konnte man ja echt auf leicht oder auf normal oder was auch immer das ist, die ersten Level einigermaßen durchrushen. Aber jetzt muss ich schon ordentlich aufpassen. 6 Pfeile in so einen grünen Püppel reinhauen. Brauchen wir unbedingt die erste Schriftrolle. Hey, mehr mit Stun arbeiten. Stimmt, das könnte auch funktionieren. Also dieser, der hier, ne? Ja. Schon wieder du. Hat aber nur Loot dabei, nur Münzen dabei. Nichts Besonderes. Verfolgt mich jetzt das ganze Level über? Ist das so eine Geschichte? Und Kick. Der Nussknacker. Macht mehr Schaden, ja, aber ist irre langsam. Und das X4, das wird heftig. Was X4? Achso, weil man es ja später insgesamt 4-mal hochschrauben muss, um an die 5 Stammzellen zu kommen, um die letzte Tür zu öffnen. Ja, das wird echt heftig. Den nehme ich nicht mit, der wird verkauft. So, Lorenzium fragt, wie lange wirst du voraussichtlich noch streamen heute? Ich werde den Run hier noch zu Ende machen. Und dann war's das. Also war die Beschriftung des Streams etwas irreführend. Aber da dachte ich auch, dass wir jeden Moment sterben und nicht, dass wir das Spiel durchspielen, einen neuen Spielmodus freischalten und den dann noch testen wollen. Ja, also ich mache den Run hier noch zu Ende und dann war es erstmal für heute. Ganz eventuell nehme ich da noch eine Folge XCOM auf, die ich dann auf YouTube hochlade. Aber da werde ich nicht so viel mit euch reden, weil es dann hier in die XCOM-Playlist eingepflegt werden soll und da mag ich das nicht so sehr, wenn dann irgendwas aufplinkt und ich zu viel mit euch rede und nicht das Spiel weiterspiele. Was gibt Leute, die mögen Twitch nicht so sehr und wenn sie dann nachträglich eine Folge gucken, wo ich mit Leuten interagiere, die gar nicht mehr da sind, ist das für die vielleicht komisch. So, was machen wir? Wir machen mehr Schaden auf Rot. Und wir machen mehr Schaden auf Rot. Der versteckt sich, der Sack. Also der stand ganz normal hier rum, man konnte ihn noch nicht sehen. Und erst als er in meine Nähe gekommen ist, wurde er sichtbar. Praktisch, mein gerade. Ganz ehrlich, scheiß auf YouTube, die Plattform ist doch eh am Sterben. Ja, ich weiß nicht. Das werde ich sehen, sobald denn dieser Monat rum ist.
und ich wirklich mehr streamen kann. Au, 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 au. Und den kann ich mal vergleichen. Weil momentan kriege ich bei YouTube, obwohl das irgendwie im Monat 120.000 Aufrufe oder 150.000 Aufrufe sind bei meinen verschiedenen Videos, an die 150 Euro, 200 Euro. Oh. Ich denke, da müssten wir jetzt bei Twitch schon fast dran sein. Und es geht eigentlich eh primär um die Patreons. Die Patreons sind meine Haupteinnahmequelle. Und die Direktüberweisung, also die Daueraufträge jetzt auf dem Konto. Da ist die Plattform eigentlich ziemlich unwichtig. Das heißt, man könnte theoretisch einfach eine Umfrage machen. Wie viele Leute wirklich nur auf Twitch gucken, welche das doof finden und sowas alles. Das müssen wir mal schauen. Aber kommt mir auch so vor. Gerade, dass man jetzt so viel Werbung schalten muss. Also bei mir scheint es ja ein Roman zu sein. Genau, mit Werbung. Ich habe ja vorher und nachher Werbung. Also für die Leute, die keinen Adblocker benutzen. Also 1% der Zuschauer. Aber andere nutzen das echt voll aus. Weil YouTube schlägt vor, dass man am Ende hat, am Anfang hat und zwischendrin noch 1 bis 2 Mal Werbung. Und das ist kein gutes Zeichen. Das heißt, die brauchen tierisch viel Geld. Obwohl es Google ist und die sollten eigentlich keine Geldprobleme haben. So, Messertanz. Komm mit. Alter, das sollte Twitch echt so einfach knacken. Ja, denke ich auch. Das sind ja irgendwie pro Subscription. Also die Subscription kostet für euch, glaube ich, 5 Euro. Und davon kriege ich die Hälfte. Also 2,50 Euro pro Monat dann. Wobei es aber halt auch stackt, ne? Also die 200 Euro oder was von YouTube, würde ich einfach nicht nein sagen wollen. Aber ich kann ja die Sachen auch auf YouTube hochladen, das passt dann also. Und wo man gerade von Subscription spricht. Dankeschön, Suspension. Was halt ein bisschen schade ist, was auch schon mehrere Leute angesprochen haben, ist, dass die Twitch Prime Geschichte muss man jeden Monat von Hand das machen. Da kann man nicht einfach sagen, ich möchte jeden Monat denselben unterstützen. Und das vergisst man denn doch ganz gerne. Habe ich auch andauernd vergessen. Also ich packe meine freie Subscription, die ich habe, meistens zu Mutality, weil ich den mag persönlich. Aber ja, vergesse ich auch häufig. Hi Händler, ich hätte gerne die ich. Das ist Sparta Fußtretgeschichte. Nee. Bei wiederholten Schlägen reduziert der Schaden um 100%. Das klingt sehr gut. Dich nehme ich. Start. Der Grundschaden ist halt nicht so hoch wegen dem 100% Stacken. Das heißt, ich werde keine One-Hits haben. Ich mach das mal so. Und kann nicht verkauft werden, ja. Und teste es dann einfach bei den nächsten Gegnern. Wie das ausschaut. Ja, stimmt. Braktisch meint gerade, da musst du ganz knallhart für Werbung machen. Es gibt auch auf Twitch Werbung, ne? Das verdränge ich irgendwie jedes Mal. Weil ich da, glaube ich, keine Kontrolle drüber habe. Also zumindest nicht in meinem momentanen Zustand. Ich habe hier nicht irgendwo einen Knopf, wo ich drauf drücken kann und das gibt Geld. Das Ding ist lila, das will ich nicht. Also es scheint schneller zu gehen, ticken, wegen dem 100% Stacken. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ob das jedes Mal 100% stärker wird. Oder ob einfach der erste Schlag 100% ist und alle drauf folgenden 200% haben. Das, doofe Ninja-Schmarrn-Typen, du. Genau du. Ich brauche unbedingt die erste Mutation. Hi, hast du was Neues? Nö.
Er sieht übrigens nicht aus wie wir, ne? Nur mal so als kleine Anmerkung, weil ja sonst alle Leichen von uns sind. Oder viele Leichen von uns sind. Ja, Zeit nicht, das nicht. Du kriegst meine Zellen. Damit können wir jetzt besser verkaufen. Was machst du? Schaltet einen besonderen Laden in der Gefängniszelle frei. Dort findest du seltene und teure Kuriositäten, die nur für die erfahrensten und anspruchsvollsten Kunden bestimmt sind. Gucken wir einfach mal. Ja, das, was gerade im Chat besprochen wird. Also, sie unterhalten sich gerade darüber, was man wo hochladen könnte und welche Plattformen ganz gut sind für was und so weiter. Dass man das wirklich nicht sagen sollte, alles auf Twitch und dann auf YouTube hochladen. Weil zum Beispiel gibt es ja auch Playlists, die man gerne guckt zum Einschlafen oder wo man sich wirklich komplett auf das Spiel konzentrieren möchte. Und wenn da dann, ne, Chat vorgelesen wird und solche Sachen, und das ist dann vielleicht ein bisschen unpraktisch. Deswegen, Mix klingt echt ganz gut. Dass ich manche Sachen habe, wo ich mich komplett nur auf das Spiel konzentriere. Gerade jetzt, stellt euch mal vor, Baldur's Gate. Ich hätte Baldur's Gate als Twitch-Stream gemacht. Das geht nicht. Oder jetzt DSA mit den Sprechblasen und so weiter. Da geht einfach viel zu viel an Stimmung verloren. So, neu schmieden. Ja, ich könnte jederzeit sterben. Macht das mal auf Plus. Da macht die nämlich jetzt schon einen Ticken mehr Schaden. Rest bleibt. Nö. Eine Mutation. So, ich hätte jetzt ganz gerne innerlich tot. Ja. Ich wäre gern innerlich tot. Dankeschön. DataCP, du kannst ja den Chat mit einblenden, transparent, so fühlt sich YouTube nicht so ausgeschlossen. Ja, das müsste ich bei Streamlabs sogar relativ leicht können. Ich kann mal ganz kurz testen. Da gibt es lauter Gimmicks. Plus, Bild, Browserquelle, Spielaufnahme, Farbquelle, Widgets, Spendenticker, Followerziele, Zuschauerzahl. Gott, haben die viel. Chatbox. Quelle hinzufügen? Chatbox. zu viele Optionen. Das ist viel zu groß. 600 mal 600. Oder? Machen wir 3, 400 mal 600. Fertig. Und dann irgendwo dahin. So schreibt man noch was. Eventuell taucht das jetzt gleich auf. Ich schnell zu der weiter. Bla. Ja, ich sehe dann bla. Ah, ist aber zu weit. Ja, so ist doof. Seht ihr das? Der Abstand zwischen diesem kleinen Sternchen, also Sternchenkrone und dann euer Name. Das Sternchen müsste eigentlich direkt links am Bildschirmrand sein. So. Ja, Snap to Grid, geil. Kann ich das end-Snap to Gridden? Immer diese Anwenderfreundlichkeit. Ich will Kontrolle haben, verdammt. Vielleicht mit Shift? So verschiebe ich das einzeln, okay. Ich glaube, so ist okay. Kann ich es flippen, dass es oben anfängt? Chatbox da. Eigenschaften. Widget. Optische Einstellung. Top Coin Holder, was ist das denn? Twitch Prime Abzeichen anzeigen, Moderatoren Abzeichen anzeigen. Ich glaube, ich nehme die Zeichen mal raus. Damit es übersichtlicher wird. So.
fertig. Ich mag das Einblenden nicht, es lenkt ein bisschen zu sehr vom Spiel ab. Ah, mein schöner Gero-Stern. Ja, warte, ich muss woanders hin tun. Da oben könnte es ruhen, oder? Ich probiere das erstmal da. Aber wenn es auf und wenn es auftaucht und wir verschwinden, guckt das Auge da auch hin und das lenkt ihn wirklich ab. Da hat Idioge schon recht. Ich mach mal so, dass es durchgehend da ist. Eigenschaften. Immer anzeigen. Fertig. Der Zeilenumbruch ist bescheiden. Schriftart, Einstellung, Schriftgröße, kleiner. So kann das wieder keiner lesen, oder? Ich mag dieses Einblenden gar nicht, mein Rundstutzen. Ja. Ich lasse es jetzt so erstmal drin. So lenkt es nicht allzu sehr ab wegen dem Umbruch. Ich finde auch, dass es stört. Naja. Na gut. Na gut. Dann mache ich das erstmal raus. Aber ich kann es jederzeit einblenden. Außerdem mache ich es ja eh meistens so, dass wenn ich auf irgendwas von euch reagiere, dass ich dann auch vorlese, worum es geht. Das heißt, die Leute kriegen dann beide Seiten von dem Gespräch mit. Ja, sie sehen nicht alles, was im Chat vorgeht, aber sie sehen wenigstens die Sachen, auf die ich reagiere. Das ist neu. Hier. Das Ding war nicht da, sondern es war nur eine Fiole auf dem Boden, die ich aufheben konnte. Also ein Drittel oder ein Viertel von dem. Puh. Okay. Also ja, schwer, schwer. Und du heilst dich nicht komplett voll. Tri meint gerade Kinomodus als Alternative. Kinomodus? Was ist Kinomodus? Oh nein, Puppe. Wo ist die Puppe? Ah, ist die Puppe. Boah, viel zu viele Schläge. Ah, ich hauche mit der falschen Waffe. Okay. Ja, besser. Kann ich die mal wechseln? Dankeschön. Schön. Dann ist das die Hauptwaffe. Geht ja für YouTube nicht. Tri. So mache ich es auch immer. Ach so. Ja, wenn ihr auf Twitch zuguckt, dann Kinomodus könnte man machen. Aber es ging ja gerade darum, wie. Oh. Wie wir das so hinbekommen, dass die YouTube-Menschen auch euch sehen können, wenn sie das denn wollen. Aber das muss ich erstmal erfragen. Schreibe ich nachher mit auf die To-Do-Liste, die ich im Discord habe, mit allen Änderungen und Neuerungen und Dingen, die ich sonst so tun sollte, sobald es Vollzeit mit YouTube und Twitch anfängt. Wobei ich da noch nachhaken sollte mit. Oh, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, nicht sterben, okay. Wobei ich da noch nachhaken sollte und sagen, dass es wieder anfängt mit Vollzeit das zu machen. Ich habe das ja schon 2 Jahre lang Vollzeit halbwegs hinbekommen. Nur so an diejenigen, die unter dem News-Video gleich meinten, das wird eh nichts. Was schon mal super motivierend ist. Aber ich habe es ja halt schon mal fast hinbekommen. Und das ist jetzt 3 Jahre her. Ich hoffe einfach mal, dass ich seitdem ein kleines bisschen an Reichweite zu bekommen habe und dass es diesmal dann auch wirklich gewuppt wird. Oh, was war das gerade?
drei Bosszellen erfolgt. Ah, weil da drei Zellen abgebildet sind auf der Tür. Okay, also in New Game Plus 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 kann man da dann reingehen. Schön. Ich will mir New Game Plus 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 gar nicht vorstellen. Ey, das ist die Bosslanze. Aber die ist Hälfte grün, Hälfte rot. Landet 6 Sekunden lang kritische Treffer, wenn du diese Waffe in schneller Folge 2 Gegner tötest. Ja, das Problem ist, in schneller Folge mit einer langsamen Waffe jemanden zu töten, ist halt. Yeah. 595. Landet einen kritischen Treffer, wenn du dem Gegner damit in den Rücken stichst. Ja, nimmer. Das kann nicht verkauft werden, okay. Und wieder wechseln. Jetzt muss ich wieder diese Rollgeschichte machen. Also hin und her rollen, damit ich hinter den komme und dann extra Schaden mache. Okay. Iki fragt, bekommt man die Bosszellen auch, wenn man erneut auf normal durchspielt? Das ist eine gute Frage. Also vielleicht, wenn man es auf normal durchspielt, bekommt man eine. Und wenn man auf was bist du? Und wenn man auch schwer durchspielt, bekommt man 2. Alles ausprobieren. Also sollte auch nicht unbedingt gespoilert werden im Chat. Also nicht nur wegen mir, sondern auch wegen anderen, die es vielleicht mal spielen wollen. Aber die haben schön viele Langzeitmotivationen eingefügt. Das finde ich super. Also es wird irgendwann natürlich doof für Leute, wo denn der Skill nicht hinterherkommt. Oder die einfach körperlich nicht mehr in der Lage sind, das richtig hinzubekommen. Das sage ich nicht, weil ich auf die 40 zugehe. aber Reflexe und so sind ja doch irgendwann ein Faktor. Heilung. Jo. Das ist natürlich doof, dass man dann nicht mehr weiterkommt. Und genau für sowas wäre es halt schick, wenn man das dann auf normal grinden könnte. Oh, die Bombe haben wir gesehen. Nö, bekommt man nicht. Okay. Also muss man wirklich immer, immer, immer besser werden und später nie getroffen werden und alles one-hitten und ja, wenn man einen Fehler macht, ist das Spiel vorbei. Okay, dann könnte es frustrierend werden. Nein, nicht da reinlaufen. Aber ist bei Dark Souls und Bloodborne ja auch nicht anders. New Game Plus Plus, da muss man schon, ne? Da kann man später auch nackig rumlaufen. Nicht, weil man so super toll ist, sondern weil die Rüstung eh fast gar nichts mehr bringt. Na, die doofen Dinger. Ah, die Waffe ist dafür ganz gut. Ja, du wieder, sagt jetzt was Neues? Nee, sagt er nicht. Wieder, dankeschön. Ich hätte gerne auf jeden Fall mehr HP. Rob meint, bin Vollzeit gleich 4 Videos am Tag plus einen Stream am Tag, dann könnte das doch gut klappen. Ja, denke ich auch. Und ja, das sollte hinkommen. Ich meine, früher habe ich ja teilweise sogar 6 Videos am Tag geschafft. Da hatten wir dann 3 Hauptprojekte und jeweils pro Projekt 2 Folgen. Dafür denn kein Stream, ne? Also ja. Ich denke 4 Videos am Tag für 2 bis 3. Hallo? Für 2 bis 3 Projekte sollte hinhauen. Plus Stream. Schuck. Geh weg, 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 geh weg. Ich bin gleich tot. Oh, hier. Ich hätte gerne mehr HP, weil es mich prozentual heilt. Jupp. Oh. Ich muss immer noch backstabben, das vergesse ich ganz gerne.
Ha, stimmt. Die einen Boss-Zelle wird durchgehend rechts angezeigt. Ist mir eben gerade auch nicht aufgefallen. Nein, 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 nein. Ich will nur den Loot haben. Sehr schön. Ach, der Brunnen. Was war da? Müll. Ah. Ah. Müll. Müll. Okay, also hier in dem Brunnen können zufällige Sachen sein. Aber nur einmal. Okay, also einmal ein Gegenstand, einmal hier Gold und eine Leiche. Ach, ja, was machst du auch sowas? Ganz wieder raus. Was macht die Spritze jetzt? Heilt 5,3% GP und macht dich unverwundbar. Verursacht 15 Schaden. 13 Schaden für 3 Sekunden. Moment mal. Gegenstand nicht verfügbar, siehe Beschreibung. Oh, habe ich den Tooltip überlesen? Du kannst ihn auffüllen, indem du eine Medizinfiole verbrauchst. Seriously? Das gute Zeug? Das heißt, so eine Fiole nutzt man nur, wenn man die große Fiole, also den Heiltrank, wenn man da alle Ladungen voll hat. Den quetscht man eine von den vollen Ladungen in die Fiole und versucht dann den Haupttrank nochmal wieder aufzubauen. Ja, nee. Das Ding ist scheiße. Krummelkrumpf. Oh, ich würde ganz gerne irgendeine Tür finden mit nur einem, genau. Um dann zu der Rose da vielleicht hochzukommen. Nö. Du bist ein optionaler Händler. Ich will keine Bombe, nein. Ich will mein Geld behalten. Unverwundbarkeit klingt nützlich, je nach Bild. Ja, das stimmt wohl. Aber 3 Sekunden unverwundbar oder fast komplette Heilung? Weiß ja nicht. Das wird nichts, da durchzugehen. Das ist optional, ne? Ich glaube, das ist optional. Der Ausgang war ganz rechts oben. Also sollte es optional sein. Gehst du wohl mal da hoch? Stopp, warte. Ich kann doch jetzt meinen Kopf rausspucken. Damit könnte es einfacher sein. Okay, ich muss am Ende ja doch wieder zu meinem Kopf zurück. So viel zum Thema unverwundbar. Oh, stimmt. Das ist ein sehr guter Einwand. Gerade für so viele Stacheldinger wäre Unverwundbarkeit ja doch dann recht ganz praktisch, ne? Falls da was schief läuft, dann ist man unverwundbar und passiert nichts. Okay, ich hab nichts gesagt. Weiter. Ich will nicht sterben. Sag doch und stirb sofort. Ja. Genau, und so sprach Zarathustra. Gero, eventuell im nächsten Run mal andere Wege gehen, um neue Runen zu bekommen. Oh, ja, das ist ein Argument. Also die Stampfrune und... Ja, das andere haben wir ja. Also allein hiermit sollten wir jetzt ja schon an andere Sachen rankommen, wo wir vorher nicht rankommen konnten. Aber die Stampfrune ist ein guter Punkt. Ja, und man sollte eh alle Karten ein bisschen können, um ne, seine Skills zu verbessern. Also ja, ist ein guter Einwand. Könnte ich dann machen. Wobei ich denke, jetzt ist es erstmal genug beim Dead Cells und reinschauen. Ich sollte mich bei den nächsten Streams auf andere Spiele konzentrieren. So, was haben wir noch? Hm.
Wenn einen nur eins interessiert, ist es auch einfacher. Bin froh, dass ich kein Factorio-Spiele schaue. Ja? Aus dem Grund habe ich mir angewöhnt, nur noch ein Projekt zur Zeit zu verfolgen. Mehr schaffe ich zeitlich nicht mehr. Ja, es läuft ja nicht weg. Aber es gibt halt auch Leute, die wirklich nach der Arbeit selber zocken und dann den ganzen Abend über auf dem zweiten Monitor dann irgendwas anderes laufen haben. Das heißt, da könnte ich dann auch 20 Folgen am Tag drehen und die hätten nicht genug Content. Na gut, also Stream ist durch. Eine Stunde hat ganz gut gepasst jetzt mit dem letzten Kill. Und ich werde nach unserer Diskussion da eben gerade auch XCOM jetzt nicht streamen, sondern ich werde es ganz regulär aufnehmen, damit es nicht zu viele Ablenkungen gibt und sowas halt. Und das versuche ich dann auch heute Abend noch zu rendern über Nacht, dass es dann morgen früh, morgen Mittag hochgeladen wird, dass es dann auch wieder XCOM gibt. Weil das gab es ja heute und gestern, glaube ich, nicht, obwohl es ein frisches Hauptprojekt ist. Aber das kommt halt, weil ich dann, wenn ich Zeit hatte, jetzt die Factorio-Streams gemacht hatte. Und ich auch wieder Frühschichten habe. Aber gut. Also, vielen Dank fürs Dabeisein und für die Twitch Prime und reguläre Subscription, die dabei waren. Das waren ja, glaube ich, zwei. Und morgen ist der 19. Morgen kann ich auch noch streamen. Übermorgen habe ich auch was vor. Da wird das nichts. Also dann morgen 19:30 Uhr. Und ich muss schauen, was wir dann da machen. Also eventuell schon mal 7 Days to Die, weil hätten wir wieder eine ganze Stunde am Stück. Das könnte reichen für einen ersten Eindruck. Ja, dann schönen Abend noch und tschüss.